So, Leute. So. Da sind wir wieder. Jetzt habe ich zwar keine Ahnung, wo der liebe Herr Doskers zwar hier sein Dings hinhaben möchte. Oh nein, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben. Oh. Ja, ich auch nicht. Warum sagt Mir ist das aber mir auch nichts? gerade in der vorigen Folge auch nichts Dolles eingefallen. So, ich muss Muss gerade ich. gucken. Ach, das ist ja nochmal ein Eisenfeld. Oh. Das ist ja alles voll mit Eisen hier. So, warte mal, dann wird er da den Zug durchfahren lassen. Dann machen wir da mal ein bisschen mehr Platz hier. Ich Jawohl. markiere dir einfach, wo ich hingehe. Anhand der Abreißpläne. Ja, das hat mich jetzt noch nicht so interessiert. Mir ging es gerade darum, wo du mit dem Zug rein willst. Davon rede ich doch? Oh. Ja, du musst jetzt schon hier von Norden reinkommen, ne? Nö, ich komme hier so wie ich abreise, habe ich doch gerade eben gesagt. Aber das hat dich ja nicht interessiert, anscheinend. Mann, ey. Alles muss man hier umbauen wegen dem Kerl. Apropos umbauen, jetzt müssen wir das mal ein bisschen spiegeln. So. Und das so. Oh, die Netzwerkschaltung ist fertig. Jetzt kannst du auch das forschen, was du auch immer forschen wolltest. Danke. Ich darf mal forschen, was ich möchte. So, Inventarlogistikplätze. Was Oder für haben wir noch Dinger? irgendwas, was jetzt vielleicht keine blauen Teile verballert? Ach halt. Einfach mal nur so, weil wir es können. Ja, die Netzwerkschaltung hat's getan. Ja, es ist ja gut. Da, zum Beispiel schon mal so ein tragbares Solarpanel. Das könnten wir auch mal zwischendrin einfach mal forschen. War jetzt nicht, dass ich das irgendwie benutzen will, aber. So, wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen das jetzt so. Hier macht er. Nee, das ist nicht gut. So. So ist gut. Joi, Ja, ich glaube, ich gut. Jetzt müssen wir uns mal joi. überlegen. Das ist Blödsinn. Ich brauche einen Tunnel. So. Da. Und da. Und da. So, und wie auch immer unser lieber Herr Doskers da jetzt reinkommen möchte, das ist ein Ach Thema. ja, wie mache ich das Tatsächlich jetzt? Strommasten hier. Wobei, Ölförderanlagen muss ich doch jetzt gerade mal tatsächlich gucken. Wobei, jetzt gucke ich erstmal wieder in die Forschung, was wir da noch so Tolles machen können. Ich bin so verwirrt. Nee, ich mach das, oder? Ich bin so verwirrt. Ich mach das jetzt so. Nicht wundern, wenn ich jetzt hier abreiß und wieder neu baue, abreiß und wieder neu baue. Ich muss das jetzt hier erstmal kurz perfektionieren. Mach das mal. So, jetzt haben wir Ich einen forsche dir Kreis. mal so in der Zeit mal so ein paar Kleinzeug einfach, was wir wahrscheinlich nie benutzen werden, aber So, dann Strom. Hierhin und dahin. Dann aus taktischen Gründen machen wir hier ein langsames Fließband hin. aus taktischen Gründen. Ja, dann hat der Arm nämlich mehr Zeit, die Ölfässer einzusammeln. So. Können wir auch gleich mal hier reinpacken. Die Drohnen können wir hier reinklatschen, ne? Guck mal, rechts sogar gerade so hier. Und die Fässer können wir hier reinpacken. Jetzt mal überlegen. Ich will ja hier keinen Überschuss Was können wir denn noch so Tolles hier forschen? an Fässern. Den ganzen Kleinscheiß jetzt erstmal wegforschen, ey. Wobei, hier ist nicht tragisch, wenn hier Fässer voll sind. Das ist egal, das kann man so lassen. Das ist okay. Jetzt können wir den Bahnhof abreißen. Und den hierhin machen. Dann nennen wir den jetzt wieder gleich Basis 5 Abholung Öl. So. Das Schöne ist, der übernimmt es teilweise oder auch nicht. Zulieferung Öl. War natürlich schwachsinnig, dass der Ich alte würde Bahnhof Zulieferung Öl hieß. einfach mal sagen, dass der da so irgendwo reinkommt. Bau das jetzt einfach mal grob vor, du kannst es ja dann immer noch machen, Ja, wie du es dann kein quasi Problem. haben möchtest.
Kein Problem. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass dieser Zug jetzt erst zurückfährt wieder. Und dann hier reinfährt. Weil wenn er jetzt hier reinfahren würde, der würde jetzt irgendwo einen Punkt suchen, wo er drehen kann. Und dann würde er hier reinkommen, dann wäre er falsch rum. Das ist ganz wichtig, dass das nicht passiert. Toll. Auch wieder clever gemacht hier. So. Mauern. Na komm jetzt, fahr. Warum machen denn eigentlich unsere ganzen Konstruktionsschulden nix? Wo denn? Ja, hier unten. Warum reißen die nicht weiter ab? Weil die nicht mit dem Hangar hier verbunden sind? Würde ich mal sagen. Tatsache. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Da hat ich doch extra drauf geachtet eigentlich. Ah. Ach, es könnte sein, dass der Doskias mal den Hangar verschoben hat. Aha. Aha. Daher weht hier der Wind. So, ja. Oh, die Drohnen sind ja weit gekommen hier. Ach so, ja. Stimmt. Ich wundere mich hier, warum geht das denn nicht? Dann warte ich mal eben, bis die Drohnen hier weiterkommen. Mann. Beziehungsweise... Muss ich den bescheuerten Hangar auch ein bisschen anders da planen? Naja, ist egal, dann packe ich den jetzt einfach. Da. Ah, hier hast du geplant, alles klar, das ist okay. Unglaublich hier mit dir. Da macht er wieder was. Aber über mich immer rumjammern, wenn ich irgendwo angeblich, wohlgemerkt, Strommasten abreiße. Warte, hört ihr das auch, dieses Mi-Mi-Mi-Mi? Heilige Makrele, jetzt wirst du aber komisch. So, jetzt mal gucken. Die leeren Fässer waren unten. Das heißt, hier müssen wir Fässer rausnehmen. Hier, Laserturmschaden, jawohl. Und hier wieder rein. So, dann machen wir jetzt hier wieder einen schönen Kreisel. Hoppla. Ja, wie auch immer du die Dinger dann haben willst. Oh, ich kann sogar noch eins bauen mittlerweile. So. Dann. Das kommt dahin. Nee, Quatsch. Eins hoch. Nee, doch, halt. Oh. Nein, doch. Oh. Sackgebühr aber auch. Kann sogar noch so ein Ding bauen. Das ist ja so schön. Der nimmt natürlich nur Öl auf. Passt auch. Alter, diese Rohölförderpumpen brauchen ja schon so eine halbe Ewigkeit. Ja, ja. Alles, was mit Öl zu tun hat, dauert irgendwie 5 Jahre. Oh. So, dann... Das ist ja jetzt blöd. Was denn? Ah, nix. Machst du wieder Blödsinn? Ja. Ja. Einfach nur, weil ich's kann. So. Kannst du da weg... Da und da. So. So, ich lasse dich mal hier weiter basteln. Und guck mal. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Schöner kleiner Weg durch den Wald durch. So, Rohre und so hast du ja, ne? Mhm, hab ich da. Weil das ist halt auch hier so 0,5 und so. Den drehen wir mal so. Naja, gut. So, dann machen wir also hier. Also wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Förderstationen. Nur mal so als Information für dich. 7?
Boah, hä? Ich sehe hier gerade nur 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ja. 6. Und 7 hier unten. Okay, ich kann, ja, 5 bauen, alles klar. Was da unten? Ach, eine. Alter, das sieht man halt echt kaum wegen diesem Ja, ich habe das auch nur durch Zufall auf der Karte gesehen. Ich so, hä, warum ist denn da ein Feld abgeschnitten? Okay. Ja. Dann kann ich schon deswegen, mal den... Deswegen, ey. Dann nennen wir das jetzt Basis einfach 6. Abholung. Oh, wir haben eine Sexbasis. Du Sinn. Den Elfmeter musste ich mitnehmen. Station hinzufügen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch funktioniert bei Abholung Öl. Er geht dahin, dann geht er dahin, dann geht er dahin. Ja, doch, das passt. Das freut mich. Machen wir hier auch nur 30 Sekunden. Der muss relativ zügig unterwegs sein. So. Oh, na gut, dann können wir hier schon mal ein bisschen Strom setzen. Da, da und da. Und da und da. Okay, er steht schon mal richtig da. Natürlich haben wir jetzt nur keine Ölfässer. Das werde ich jetzt nämlich mich mal drum kümmern. Achso, halt. Komm mal her. Ah, Kollege. Gehen Sie weg von mir. Ich möchte das nicht. Da. Sind aber nur 4, du hast von 5 gesprochen. Ja, Pech. Na, toll. hast du wenigstens noch Rohre einstecken? Zu wenig. Toll. Kann so nicht arbeiten, Leute. Kann so einfach nicht arbeiten. Haben wir überhaupt Fässer hier? 6. Eieiei. Okay, jetzt passt mal auf. Jetzt probieren wir mal hier. Erste Mal hier in Let's Play überhaupt verwendet. Nehmen wir mal ein rotes Signalkabel. Und das Achso. Verbinden wir jetzt mit der Kiste hier. Und meint mit die Netzwerkschaltung, ne? Arm, der nicht da ist. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir das natürlich hier... Sind hier schon wieder Logistikroboter drin? Weil der Weg so lang ist, müssen wir natürlich jetzt hier über den Strommasten gehen. So, jetzt haben wir hier das rote Kabel gelegt. Jetzt packen wir hier einen wunderschönen Arm hin, der hier die Ölfässer rausholt. Und das verbinden wir auch. So, jetzt haben wir hier gesagt, jetzt kann der Arm jederzeit gucken, was in der Kiste drin ist. Und theoretisch können wir jetzt dann sagen, wenn in der Kiste zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, ja, wenn in der Kiste 50 leere Fässer drin sind, dann soll er aufhören, Fässer zu produzieren. Also bei Bedingungen zur Aktivierung größer 50. Das müsst ihr jetzt hinhauen. Oder auch nicht. Mal ganz kurz gucken. Bedingung zur Aktivierung. Verbunden mit Netzwerk 1. Aktiviert, deaktiviert, das passt alles. Leeres Fass. Größer 50. Ach nee, wenn mehr als 50 drin sind. Quatsch. Kleiner 50 natürlich. Oh, hier gehen einige Sachen kaputt bei dir an deinem Solarfeld. Warum? 5 Lasertürme hat es gerade zerfetzt. Warum? Weil da oben keine Mauer ist. Und weil da gleich direkt ein Nest ist. Hätte ich jetzt gesagt. Wo denn? Ah, ich muss jetzt mal gucken hier. Ich geh mal hoch. Ich bin ja ein bisschen näher dran wie du. Ja, die Nester da oben müssen weg. Im generell, voll die riesen Nester da oben. Ja. Ah, Wahnsinn hier. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Tanzer? Tanzer. Tanzer. Ich frag mich ja, wo meiner ist. Sie. Oh Gott, wie komme ich denn hier durch? So, da. Da bräuchte man bald schon einfach nur einen Transportzug, der einen von einer Ende von Basis zur anderen bringt. Ja, so ähnlich. Aber ich muss mal gucken. Ah, Treibstoff habe ich noch genug. Gut, die Lasertürme sollten ja wahrscheinlich automatisch... Du kannst auch Mauern locker mit dem Ding machen, ne? Logischerweise. Du willst mir nicht erzählen, dass ich auch Mauern mit dem Logistiksystem bauen kann, oder? Ja, natürlich. Das ist mir schon klar. Ja, okay. Wundert mich nur, weil hier oben nichts gebaut ist.
Ja, weil es die ganze Zeit überhaupt nicht vonnöten war. Deswegen habe ich mir die Mühe nicht gemacht. Oh so. Boah, ja hier. Ja klar, die Basis ist so nah dran, dass du hier einen Dauerangriff hast. Ach so, okay. Dann spawne ich erstmal ein paar Drohnen. Ich habe nämlich keinen Panzer hier oben. Ich fühle mich hier auch gar nicht so sicher. Ach, du stellst dich aber auch wieder an. So, mal gucken, vielleicht gibt es hier gleich einen Live-Tod. Logistikplätze, so. Das werde ich jetzt forschen, weil mir das auf den Sack geht. What the fuck? Bist du wenigstens auch mal am Sterben? Mal gucken. Meine Drohnen sind relativ gut. Ja, ich bin ja auch schon unterwegs. Aber so schnell bin ich ja nicht. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Ich bin gerade so konzentriert. Ich brauche Strom. Ich setze jetzt hier diesen Masten hin und jetzt setze ich einfach hier nochmal einen Masten hin. Ah, scheiße, der ist zu kurz. Dahin, so. Aua, aua, aua. Hehehe. Da habt ihr einen Laserturm. So, jetzt sieht schon besser aus. Und der Panzer ist auch da. Der Tanzer. Hallo, ey. Der Tanzer. Dein Assi-Viecher da. Sehr schön, nice. Da oben ist auch noch so ein Kacknest. Ja, ich gehe uns mal wieder ein bisschen Platz verschaffen hier. Das ja. Ist ja echt lästig hier gerade. So. Dann setze ich hier noch ein Stückchen Mauer einfach hin. Zack. Wobei, was ich ja mal gerade brauche, sehe ich gerade. Reparaturkits. Jo, Mauer gesetzt. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. So, ab geht's hier. Oh Gott, wo gehst du rein? Riesending, ey. Höchst konzentriert und leise. Ja, definitiv gerade. Ja, also ich muss aber schon sagen, mit den Drohnen ist das echt angenehm. Ja, also es gibt noch weitaus geilere Drohnen, die dann mit Blitzen um sich rumballern. Also die sind übertrieben heftig. Ja? Ja. Oh Gott. Also in meinen Augen schon sogar fast overpowered. Da bräuchte man dann wirklich noch stärkere Gegner, damit die wirklich Sinn machen. Weil selbst die Drohnen jetzt mit dem Upgrade sind die schon ziemlich gut. Das stimmt allerdings. Und du kannst, überleg mal, du hast jetzt gerade, jetzt kannst du maximal... Nein! Hoho. Da hat's mein Tanzer zerlegt. Wenn du jetzt mal überlegst, du kannst maximal, glaube ich, 8 Runden setzen oder 9. Und du kannst diese Forschung halt, du kannst das 20 Mal erforschen. Und bei der Forschung 20 zum Beispiel kriegst du halt eine Roboterbegleitanzahl plus 10. Bei der Forschung 19 kriegst du plus 10. Also da hast du dann, was weiß ich, 100 Stück oder so um dich rumfliegen. Cool. Das ist halt mal mega übertrieben einfach. Jetzt muss ich mir einen neuen Tanzer bauen. Oh. Na toll. Mal gucken mit dem Öl oder. Oh, da kommt auch ein bisschen Öl. Schön. Hier muss ich mal, ja. Wird die auch mal wieder was zu tun haben. Oh, ich habe gar keine Kohle hier unten. Ah, dann fordere ich doch mal an. Oh. Man hier so, da so Attacke. Das hier mal ein bisschen was passiert. Wenn ich jetzt eh gerade hier hoch und runter latschen muss, dann kann ich auch mal ein bisschen Steine und Holz wieder mitnehmen hier. Naja, da komme ich doch rein. So, jetzt muss ich natürlich wieder gucken, was ich für den bescheuerten Tanzer brauche. Du kannst doch meinen erstmal nehmen. Ja. Der relativ weit rechts steht von vom Öl und alles. Ja, so vom Prinzip her brauche ich ja nur Motoreinheiten, also. Ja, die kannst du anfordern, da hat's massiv. Massiv im Lager. Ja. Definitiv, ja. Ist gut. Jetzt, wo wir auch wieder mehr Inventarplätze haben, jetzt macht das alles auch ein bisschen mehr Sinn hier. Ja, jetzt hat man. Ja, das ist tausendmal besser. Weil mich hat diese Begrenzung schon sehr genervt. So, klappt das hier? Tatsächlich. Wir haben jetzt hier 60 drin.
60 Ölfässer und er baut keine mehr nach. Das heißt, wir kriegen schon mal hier keine Überproduktion und somit keine Verstopfung, damit hier die Montagemaschinen ganz easy going die Fässer abpumpen können. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schön. Ja. Und ich warte eigentlich jetzt nur... Ja, wir müssen gucken, als nächstes... Wie viel bringt denn der? Der bringt 13 Ölfässer. Naja, ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber vielleicht liegt es auch daran, dass er zu wenig Ölfässer einfach mitnimmt. Oh, dann hätte ich... Nein, die, auch sein. Die wollte ich nicht. Holz wollte ich haben. Mann. will aber 200 Holz, das brauche ich nämlich. Und hätte gerne Munition. Warte mal. Boah, mal so 500 läuft. So. So. So, schauen wir mal. 40 Fässer fest, hat er. Wir haben halt einfach kein Holz. Krass, ne? Das wird auch so schnell verbrannt. Das geht's doch nicht. Wie soll ich denn jetzt meinen scheiß Panzer befüllen? Da muss ich jetzt tatsächlich Kohle benutzen. Ja, dafür ist es doch da. Muss ich ja tatsächlich. Hier unten ist es dein lustiges Lager ist eh schon voll. Ja. Ist wichtig. So, hier gab's allein schon 13 Ölfässer. Das ist sehr, sehr geil. Also das hier funktioniert gut. Sehr gut. Aber es dauert immer noch zu lang. Das heißt, wir nehmen hier 20 Sekunden und dann machen wir unten auch 20 Sekunden. Dann ist der Zug maximal 40 Sekunden unterwegs für das Öl und dann passt es. Aber er hat jetzt hier alle Fässer abgegeben und hat hier unten, ja, das Problem, der Zug nimmt zu wenig Ölfässer mit. Dann müssen wir das doch so begrenzen. So, ach so, genau. Was mich ja mal interessiert ist, warum werden die Dinger nicht produziert? Welche? Oder was? Da fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein gerade. Hä? Ich wundere mich, weil ich die Stapelgreifarme, ne? Habe ich eine Produktion gemacht, ne? Ja. Ja, das ist schon und gut. Es hilft mir ja nichts, wenn ich sie in keine Kiste tue. Ah, du Held. Ja. Ah, schon läuft's hier. Ich wundere mich als, warum ich diese scheiß Arme nicht krieg. Mann. Wollen wir im Übrigen auch, willst du auch die Filterstapelgreifarme haben? Das sind die weißen. Ja, im Endeffekt ist es natürlich cool, wenn man dann irgendwann alles hat, ne? Ach, hier ist, glaube ich, der Fehler. Gut. Wieder, dass er diese Scheißkiste hier voll macht, ne? Ja, das war natürlich wieder äußerst klug von mir. So viel brauchen wir gar nicht. Netzwerk verbinden, filternden. So. Aber von den filternden mache ich nur 25. Das reicht ja eigentlich dicke, weil. Ja, wir brauchen ja nicht so oft die Dinger. Genau. Dachte ich mir doch. Schon wieder falsche Knopf gedrückt hier. So, hier ist das Gleiche natürlich, dass wir hier nicht zu viele Fässer drin haben. Ich hätte gerne noch eine Anforderungskiste. Und für die brauche ich ja lediglich nur die grünen. Ja. Da hinten eigentlich begrenzt? Nein, natürlich nicht. Von den normalen Stapelgreifarmen mache ich einfach mal 50. Ich denke, das wird reichen. Ja. Und dann will der hier nur noch ein paar grüne Schaltkreise haben. Der Kampfanzug ist beendet. Genau. So, Kampfanzug ist beendet. Ich glaube, ich nehme mal das Exoskelett, für was auch immer man das braucht. Damit schläufst du aber schneller, so, wenn du das in deine Rüstung eingebaut hast. Das ist schön. So, theoretisch könnte man dem Waggon sogar sagen, er soll losfahren, sobald er genügend Leerfässer hat. Theoretisch mal um die normalen Prozessoren kümmern, ne? Wir sollten uns erstmal um ein neues Kupferfeld kümmern. Weil da hakt's gerade immer noch. Also Kupfer ist hier von Arsch.
Kupfer ist für den Arsch, okay. Mhm. Gut, da werde ich dann gleich mal gucken und mich drum kümmern. Aber das würde ich sagen, eins. Machen wir in der nächsten Folge. Jawohl. Und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ciao.